Max, nach doch schwierigen Monaten geht die Formkurve wieder nach oben. Jetzt eine Medaille hier bei der Zeitfahrmeisterschaft. Was bedeutet die dir? Ja, ich freue mich, auf dem Podium zu sein. Es war kein leichtes Rennen. Nils und Miguel, wir haben es schon gesagt, also zu dritt. Wir sind alle gut gefahren heute und Konkurrenz war stark. Und von daher ist es gut, wieder zu sehen, dass ich langsam den Anschluss finde. Speziell beim Zeitfahren, das ist ja eine Disziplin, die dir auch früher immer sehr, sehr gut gelegen hat. Ist das dann nochmal so, dass du sagst, okay, wenn mir ein gutes Rennen gelingt und ich bin damit zufrieden, dann gibt mir das nochmal so einen Moralboost? Ja, schon, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich ein bisschen das Zeitfahren vernachlässigt habe, gerade in den letzten Monaten, weil es erstmal generell darum ging, wieder, wie ich schon gesagt habe, sozusagen Anschluss zu finden. Am Zeitfahren arbeite ich gerade noch, muss da noch schauen, ein bisschen zuzulegen, aber ich bin zuversichtlich. Was nimmst du jetzt mit aus dem Tag heute, jetzt für den Sonntag, fürs Straßenrennen? Ja gut, ich habe es bei der Tour de Suisse schon gemerkt, jetzt wieder, also die Beine sind auf jeden Fall nicht schlecht. Das Straßenrennen, eine Meisterschaft ist immer irgendwie was anderes. Wir sind natürlich die Hauptfavoriten als Team mit den meisten Starter, mit starken Fahrern, also schaut jeder auf uns. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir das Rennen gestalten müssen und gut, auf unseren Schultern liegt schon eine gewisse Last, das Trikot auch zu holen, und von daher wird das Sonntag kein leichtes Rennen, aber auch da bin ich zuversichtlich. Du bist jetzt nach und nach immer besser in Schwung gekommen. Eine Tour de France wirst du in diesem Jahr nicht bestreiten. Wäre die zu früh gekommen? Ja, ich denke schon, dass sie, also es wäre möglich gewesen, aber ich denke halt, wenn man den sicheren und konservativen Aufbau geht, dann ist es jetzt schon der klügere Weg, die auszulassen. Jetzt nochmal ein bisschen Luft dran zu lassen, wie wir sagen, und dann aufzubauen, um eine solide zweite Saisonhälfte zu fahren. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Danke.